Fokus meiner Forschung stehen intelligente technische Systeme, die geprägt sind durch eine Vielzahl digitaler Technologien und einem hohen Grad an Interdisziplinarität. Konkret arbeite ich an Methoden und Werkzeugen, um derartige Systeme effizient zu entwickeln und die strategische Planung von neuen Innovationen zu ermöglichen. In der Lehre lege ich meinen Schwerpunkt darauf, meine wissenschaftlichen Methoden anhand von konkreten und realen Praxisbeispielen, die auch tatsächlich von Industrieunternehmen in der Regel stammen, zu veranschaulichen und Studierenden so die Möglichkeit zu geben, schon frühzeitig das zu erleben, was sich später in der Praxis auch erwarten wird. Der IT-Standort Paderborn, der steht für mich persönlich ganz in der Tradition von Heinz Nixdorf, der nicht nur einer der größten Computerpioniere war, sondern eben auch die Informatik und die Ingenieurwissenschaften frühzeitig zusammengebracht hat. Und mein Beitrag als Spitzenforschungsstandort für digitale Systeme, intelligente Systeme, möchte ich hier an der Uni Paderborn leisten.